Jetzt wird's interessant. Jetzt das gleiche Spiel nochmal. Mach, bis es locker ist. Das sieht gut aus. Hoho! Yay! Hi, Dosch! Dankeschön! Wie geht's dir? Danke, gut, selbst. Auch gut. Weißt du, was wir heute machen, Aldosch? Stoßdämpfer. Guck dir das an. Stoßdämpfer ist tot. Bei dem muss man natürlich ein bisschen mehr ausbauen. Das ist der Golf 7 Plus. Ja. Golf 7 Van, wie man die auch nennt. Da muss ja Scheibenwischgestänge und so alles ausbauen, damit du an die Domlager dran kommst. Das bereite ich schon mal alles vor, weil wir haben ja unseren neuen Federspanner. Ja, wenn du willst, kann ich das zeigen und du machst auch mal heute eine Seite fertig. Hast du mal so einen langen 17er gesehen? Du siehst heute fresh aus. So, heute war mein Waschtag. Vielleicht deswegen. Vorne links sind die Stoßdämpfer kaputt. Das sind ja diese gesteckten Stoßdämpfer. Dafür haben wir natürlich ein Spezialwerkzeug. Wir werden die Stoßdämpfer ausbauen und dann zeige ich euch erstmal von Gedore diesen wunderbaren Federspanner. Es ist ja hier komplett fixiert an den Bahnen hier. Ihr könnt den natürlich auch an die Wand fixieren. Und hier bis hier hin. Oh, soll ich den mal ein bisschen hier rüber schieben? Ist zu weit. So. Ausbauen. Okay, dieser Weg ist gut. So, Federspanner und unser Spreizer. Also das ist ja so göttlich. Ne? Nur bei dem Spreizer, Aldosch, haben wir letztens den falschen drauf genommen. Oh. Ja, du musst eigentlich den hier nehmen. Genau, den musst du nehmen. Warum? Du spannst den so, dass du hier durchkommst ohne Probleme. So, dann holen wir den raus. Und tauschen den mit dem hier. Und dann haben wir echt keine Probleme, wenn wir den gleich pressen. Das Ding in eingebauten Zustand einbauen, zusammenpressen, holt ihr das Ding raus, ohne was anderes abzubauen. Ihr müsst nur untere Schraube ab, Stabi ab. Das war's. So, Stabis machen wir neu, also gib ihm. So. Mal so abmachen. Ja, du musst die so oder so abmachen, von daher ist ja egal, wie was du abmachst. Was ist mit dem Rest jetzt da? Abbauen, Alter. Ist ja klar. Alter, was ist das denn für eine Qualität? Das ist original VW. Normal gehen die doch immer mit dem Kopf zusammen ab, oder? Ja, ja. Von Achsschenkel die Schraube ab und Stabi ab. Das ist ja bei dem, du musst ja hier komplett alles abbauen. Also das ist ja wieder bei uns. Ne? Ja, ja. Domlager ist jetzt lose. Wenn ihr echt einen Schlagschrauber braucht, kann ich euch nur empfehlen von Stahlwerk. Ehrlich, geiles Ding. Jetzt kommt unser Spreizer zum Einsatz. Hast du gesehen, wie er den schon gespreizt hat? Das reicht schon. Der ist schon locker. Jetzt packen wir den auf den Domlager drauf. Der ist drauf. Der hier. Und bam. Du siehst, der passt perfekt. Mhm. Diese zwei Schrauben. Und dann machen wir den drauf. Der ist jetzt einsatzbereit. So, jetzt müssen wir den einmal auf den Domlager drauf. Wenn ihr den drauf habt, gucken, dass ihr auch auf diesen Ring drauf seid. So, bin ich drauf, Aldosch. Jetzt können wir den hier unten fixieren, das heißt einmal spannen. Genau. Habe ich ja auch schon gemacht. So, jetzt siehst du schon den Domlager. Genau. Und dann siehst du auch, wie, guck mal, wie viel wir von oben runter haben. Siehst du das jetzt? Ja. So ungefähr 15 cm. Ich denke, ihr müsst den Achsschenkel nicht rausholen. Gar nichts. Das war's. Du hast gesehen, wie schnell das geht. I love you. Wo warst du all die Jahre? Du musst jetzt alles einstellen, so dass der Stoßdämpfer ohne Probleme passt. So. Reicht doch, super. Der soll natürlich ein bisschen locker bleiben. Wenn ihr so einen Stoßdämpfer macht, immer Bauch zu Bauch.
Okay, ich habe noch Bauch, deswegen für die Leute, die keinen Bauch haben, die Stelle nennen wir Bauch und das muss dann halt Bauch zu dir gucken. Okay. Zu Bauch sein. So muss das sein. Jetzt können wir den schön entspannen und genau so brauchen wir den gleich nochmal. So, zack, das Ding ist ab, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ihr könnt den pressen, wo ihr wollt. Ihr könnt den am Domlager machen, wenn es jetzt der Stoßdämpfer hergibt, könnt ihr auch einen Federteller machen. Mein Flüsterkompressor! Der ist tausendmal besser als ja. Der andere. Guckt ihr noch mal, wenn ihr hier seid. Ist da ein bisschen Löcher? Nein. Wir könnten jetzt, Vorsicht. Und jetzt pressen wir den runter. Weil er ist jetzt richtig fest. Ihr könnt den auch nicht auseinanderdrücken. Das ist das Geile. Also, weil wir den jetzt genau von dem Domlager hier machen, wir brauchen den jetzt nicht so tief runter machen. Aber ein bisschen das heißt, machst du tiefer, ne? Hä? Machst du jetzt noch ein bisschen tiefer? Ich mach den jetzt noch ein bisschen tiefer, wenn du willst. So, kannst jetzt machen, wie du willst, wie lustig du willst. Das reicht. Schnell abbauen. So, klappt das auch. Stoß den wirklich immer ab. Kommt immer drauf an, wie ihr es macht. So. Ein glücklicher Mechaniker. Beste. Das Ding ist fertig. Zur Seite. Einfach Traum. So. Eidosch, Domlager raus. Domlager ist raus. So bauen wir den gleich auch wieder ein. Den brauchen wir wieder, ne? Den brauchen wir wieder. Das ist unser. Man muss nicht die Domlager wechseln, oder? Was? Domlager muss man nicht wechseln, oder? Wenn nee, man also, dann verwechselt? Ja, gegebenenfalls, wenn die nicht gut sind, dann sollst du die mitwechseln. Also am besten mal gucken, wie die aussehen. Mhm. So. Feder raus. Feder raus. Unser Plastikteil. Das müssen wir sauber machen. Ready to go, genau. Das ist unser kaputter Stoßdämpfer. Die Seite war okay, die andere Seite war kaputt. Aber man muss beide Seiten wechseln, ne? Man muss beide Seiten wechseln. So, jetzt machen wir den neuen rein. Das gleiche rückwärts, aber jetzt wird es interessant. Bauch zu Bauch. Wichtig ist, leicht locker lassen. Ich frage mich immer noch, warum leicht locker lassen. Wirst du jetzt alles sehen? Ja, wenn du schon abhast, dann ein bisschen sauber machen. Würde ich auch sagen. Jetzt wird es interessant. Dann packen wir alles wieder rein. Jetzt wird es interessant. Jetzt das gleiche Spiel nochmal. Ich muss hier auch mal ein bisschen lernen. Hier. Drauf. Wieder zusammen. Und dann zack. Runa. So, Eidosch, du musst jetzt von hier filmen. Wir spannen den hier. Achte jetzt, was passiert. Unser Kolben sieht man gar nicht mehr. Du siehst, ne? Wie krumm der ist. Man kann das hier einfach hier rüber machen. So, und dann zack. Hast du gesehen? Ja. Und wie ist er jetzt? Ja, sieht sehr gut aus. Okay, mal zeig ein bisschen mal. Rüber. So. Also man muss ein bisschen justieren, so hin und her, ne? Genau. Und da ist er schon. Das war's schon. Wahnsinn? Hammer. Einfach oder einfach oder einfach. Jetzt achte mal, wir sind fertig. Jetzt machen wir das Ganze. Ihr dürft echt keine Angst haben. Das Ding ist so stabil, das ist Wahnsinn. Ihr müsst natürlich am Anfang ein bisschen lernen, das Ganze einzustellen. Ne? Aber das Geile bei diesem Federspanner ist ja, ihr könnt den so nochmal einstellen. Dann könnt ihr das hier einstellen. Und was auch schön ist, das könnt ihr alles damit machen. Könnt ihr den so einstellen, falls der Domlager auch nicht passt. Oder ihr könnt es gleich auch mal, Eidosch, guck mal, dann könnt ihr das Ganze noch hier einstellen. Die Neigung. Und das macht diesen Federspanner aus. Aber jetzt, wenn ihr einen Mercedes habt, wenn ihr einen BMW habt, wenn ihr einen Citroën habt, dann glaubt mir, dann freut ihr euch, wenn ihr so einen
Federspanne um euch habt. Unser Teller wieder drauf, auf dem Domlager. Das Ding einfach so wieder drauf. Zack, zack, zack. Und dann spannen wir das. Bin ready. Gespannt ist das Ding. Wie du siehst, packen wir den so wieder rein. Jedes Mal ein Genuss. So. Tack. Drauf. Das war's schon. Spreizer raus. Und die Schraube wieder rein. Fertig. Festziehen machen wir gleich. Jetzt entspannen wir das Ganze und bauen die Seite wieder zusammen. Stabil natürlich auch neu. Fertig. War doch einfach. Ja. Meinst du, die andere Seite willst du machen, Aidosch? Oh Stoß Gott. Einfach. Also ich werde dir alles vorbereiten. Du wirst den auseinanderbauen und wieder zusammen. Okay. Gut, dann mache ich das hier schnell fertig. Und dann treffen wir uns, wenn der Stoß einfach gleich ab ist. Alles klar. Aidosch! Noni! So, also ich habe ja zugeguckt. Ja, den habe ich für dich schon mal festgemacht. Genau, super. Ein bisschen wackelt der. Ich glaube, jetzt muss ich einfach gucken. Sag mal, was machst du jetzt? Das müssen wir noch ein bisschen hierher. Misch dich nicht ein! So ist das. Heutzutage mit den Azubis. Ne? Wichtig ist, falls der rausfliegen sollte, musst du... Rausfliegen? Nein, ich meinte... ich hoffe, hier fliegt nichts raus. Hier fliegt nichts raus, keine Angst. Also das wäre es ja jetzt noch. Ja. So, okay, lass mich einmal ganz kurz kontrollieren. Das sieht schon mal sehr gut aus. Also siehst du diese Stelle? Mhm. Bisschen den kannst, nein. Du kannst... Zusammen drüber. Den kannst ein bisschen mehr hier rüber machen. Oder du machst den so und dann machst du den ein bisschen hier rüber. So. Ist perfekt. Mach mal runter. Braucht keine Angst haben. Ich geh mal. Ja, nimm mal Abstand hier, ne? Ja, die Arme kommt nicht so weit hoch. Okay, das reicht schon. Das reicht schon. Super. Was so, du jetzt machst? Warte, was ich jetzt gesehen hatte bei dir, du machst erstmal den hier rein. 21er. Okay, kann ich das so machen? Super, Alter. Ja. Ich merke, dass du trainierst. Ich muss ein bisschen muckig machen, ja. Springt nichts entgegen, okay. Wichtig ist, ich habe dir den Domlager einmal markiert, ne? Das ist auch immer wichtig. Weil ich weiß immer, wo der hingehört, aber falls du es jetzt nicht gleich weißt, Domlager habe ich mit dem Feder markiert. Aufpassen bitte. So, jetzt musst du überhaupt keine Angst haben. Einfach öffnen. Guck mal, ich muss auf Zehenspitzen. So, er so verschwindet. Mach, bis es locker ist. Mach. Weil so müssen wir dann sowieso gleich sparen. Mach noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Super. Jetzt kannst du die Arme auseinander, weil die Einstellung, was jetzt ist, ist wichtiger. Alles komplett. Also komplett. So, ne, du siehst ja bei dem Domlager, du kannst den nur in einer Stellung reinmachen. Die Kerbe muss da rein. Aufpassen nur später. Kannst du auch wieder zusammentun. Hier nimmst du, pack den wieder hier rein. Pack den so rein. Das machst du bitte einmal schön sauber. Ja. Also Stoßhebel kannst du jetzt rausholen und mach den anderen sofort rein. Okay, so rausholen geht auch. Nee, ist kaputt. Der ist kaputt, genau. Du siehst ja, das geht schon mal. Der ist hier am Öl, Aidosch. Weil auch hier das Ganze abgelagert ist und das Öl. Ja, das Öl. Okay. Genau. Stoß einfach. TÜV hat's bewegelt. Müssen wir neu machen. Bauch zu Bauch. Passt ja einer auf. Mach den wieder ein bisschen fest, aber nicht zu fest, weil der muss immer ein bisschen spielen. Ne? Das ist gut. Das ist perfekt. Okay, wir machen ab. Also, Leute. Ne, Aidosch baut so Motoren auseinander, so nebenbei. Der gehört so rein. Hier bei dem Wälzlager ist wichtig, die eine Seite ist breiter als die andere. Also sehr, sehr wichtig. Muss ich nicht diesen Schaumstoff erst reinmachen? Nein, musst du nicht. So, jetzt kannst du das drauf machen. So, hier sitzt doch schon alles gut. Lass mich nochmal gucken. So, da ist er. Wo ist er? Da, bisschen links. Jetzt ist er ein bisschen zu links. Jetzt der krumm. Und guck jetzt, was wir jetzt machen. Aidosch. Guck jetzt. Hier, nimm das Ding raus. Ich drehe das jetzt und du sagst mir, muss er nach vorne oder nach hinten?
Der muss... Ey, warte, warte. Du musst... Jetzt muss er ein bisschen hier lang. Ja, das kannst du einstellen. Ist genau mittig. Das ist jetzt okay. So, und jetzt, Ayrosch, zieh den zu dir. Nee. Ja, zieh und dann mach mal. Wow. '16 bis '21 habt ihr alle so anders. Bisschen stolz bin ich schon. Auf meinen Federspanner natürlich. Federteller. Zack drauf. Erstmal vielleicht hier. Genau. Gucken, dass die einhängen. Jetzt mach ruhig mit der Hand. Das ist rechts, ne? Ich muss den komplett hier, ne? Wow. Super. Das schwere Teil kommt jetzt wieder. Ja, mal gucken, ob du das diesmal schaffst. Jetzt bin ich mal gespannt. Ein bisschen Training. Ja, du hast ja ein bisschen trainiert, von daher. Das bezahlt haben. Ja. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Hoho! Yay! Also beim nächsten Mal macht das Eidosch fertig. Ich wollte ja gar nichts mehr machen. Erste Mal zugeschaut und schon kann sie das selber machen. Schlecht. Wow. Schön. Ring auch rausholen. Ich muss echt sagen, du hast es gut gemacht. Du hast es echt gut gemacht. Also ehrlich. Respekt, aber demnächst hier bitte schön alles zumachen. Mach das alles wieder zurecht. Ja, ja, ich weiß. Alles gut. Ja, ja, okay, alles gut. Guck, ich putze gleich alles. Jetzt hier auch immer zurückdrehen, damit du auch beim nächsten Mal einstellen kannst. Ja, ja, musst du ja auch. Wie gesagt, ich like es extra für dich, weil du hast es gut gemacht. So, wir sind fertig. Alles wieder zusammenbauen, stoß dir dann das drauf. Du hast es hier festgemacht, sehr gut. Die Stabis mache ich jetzt drauf. Und dann sind wir schon fertig. Das ist jeden Cent wert. Also Wahnsinn. Also diese Kombination hier, das ist göttlich. Ehrlich. Ich habe mein Bestes gegeben. Ja, aber ich muss auch sagen, es ist ein Lehrer gehabt. Das ist natürlich das A und O. Wer dir das zeigt, Alter. Finde ich auch. Deswegen hast du es so gut gemacht. Naja, war Spaß. War kein Spaß, das ist unglaublich.